Kaum zu glauben, aber in diesem Transporter befindet sich ein ganzer Hundesalon. Hallo, herzlich willkommen bei Gassifein. Franziska Krause hat sich mit dem ersten mobilen Hundesalon im Landkreis selbstständig gemacht und ist jetzt von Drochtersen bis Buxtehude unterwegs. Und da kommt auch schon der erste Kunde des Tages. Ja. Mit wem sind Sie denn heute hier? Mit Chepsi, unserem kleinen Jack Russell Terrier. Und was wird bei dem gemacht? Warum muss er zum Friseur heute? Der muss zweimal im Jahr getrimmt werden, weil das einfach bei der Rasse so ist. Chepsi geht gerne zum Friseur. Er kann es kaum erwarten, in den Transporter zu springen. Jetzt geht es für ihn erstmal an den Galgen, aber keine Sorge, dahinter verbirgt sich nur die Halterung über dem verstellbaren Tisch. Was genau machen Sie jetzt gerade? Also jetzt trimme ich den Hund. Das sind Rassen, die raues Fell haben, so wie Person, Jack Russell, die ganzen Terrier, die müssen getrimmt werden, weil die das Fell sonst nicht loswerden. Wie lange sitzen Sie so an einem Hund? Circa anderthalb Stunden. Kommt drauf an, je nach wie der Hund beschaffen ist. Die Pflege vorher. Aber anderthalb Stunden für so einen kleinen Hund sollte man einplanen. Und dann wird ordentlich Fell gelassen. Auf dem Boden entsteht ein richtiger Teppich und das Endergebnis kann sich sehen lassen. Die Vorher-Nachher-Bilder zeigen einen ganz neuen Hund. Mittlerweile kommt auch ein erster Zaungast, Hündin Paula. Zwischendrin entfernt Franziska Krause die Haare und desinfiziert den Tisch. Im Wagen ist alles maßgefertigt. Der Schlauch des Föhns verläuft von der Vorderseite des Wagens bis hinten zur Wanne, in der Hunde aus dem ganzen Landkreis gewaschen werden können. Also ich stehe zum Beispiel in Drochtersen beim Raiffeisenmarkt. Ich stehe bei den Futtermärkten Stade Hasefeld in Buxtehude. Ich habe ein Raiffeisen in York und ein Raiffeisen oder einen Baumarkt eigentlich in Mittelnkirchen bei Heidmann und Junge. Sie sind jetzt richtig so mit Leidenschaft bei der Sache dabei? Natürlich. Muss man, wenn man sich selbstständig macht, glaube ich, dann auch mit Leidenschaft dabei sein. Ja. Mittlerweile ist Paula an der Reihe. Bei ihr werden heute nur die Krallen geschnitten. Kurze Termine wie dieser können dazwischen geschoben werden. Zum Frisieren müssen allerdings Termine gemacht werden. Auch Paula hat sich ruhig verhalten und nach einer so frischen Pediküre läuft es sich gleich viel besser.